Liebe Gäste, liebe Geschäftspartner und Freunde, ich freue mich besonders, weil dass so viele überhaupt unserer Einladung gefolgt sind. Weil für uns mit dem heutigen Tag beginnt ein Tag oder der Abend bekommt einen besonderen Namen. Und in diesem Namen steckt natürlich unsere Leidenschaft, die wir alle teilen als Gruppe, als Team, Menschen, Stuttgarter Persönlichkeiten einzuladen und auch bislang unbekannte oder auch geheime Schätze unserer Stadt sichtbar zu machen. Stuttgart ist voll von solchen Schätzen, wenn man genau hinschaut. Und im alltäglichen Tun beschäftigen wir uns mit Gebäuden, mit Häusern, mit Wohnungen. Doch das Interesse gilt auch den Menschen, die darin leben und wirken. Und so ist auch die Freundschaft zu unseren heutigen Gästen entstanden. Marco Stiefel und Petrus Soidis. Marco ist ein Künstler der ganz besonderen Art, also eine einzigartige Kunst, die ich habe im Internet gegoogelt, habe nach ähnlichen Produkten gesucht, habe aber leider keines gefunden, deshalb so einzigartig. Er beschäftigt sich mit dem Thema Stadtentwicklung und setzt sich kritisch auseinander mit diesen Themen und bringt diese Kunstwerke in Form von Collage ins Leben. Ich bin fasziniert jedes Mal, seit zwei Wochen hängen diese Bilder hier, ich laufe jeden Tag den Flur entlang und beschäftige mich immer wieder mal mit einem kleinen Bild und schau mal, was steckt da genau dahinter. Man entdeckt immer wieder Kleinigkeiten, aber Marco ist nicht nur Künstler, sondern er arbeitet ganz normal, wie wir hier alle, denke ich mal. Er ist, wie auch anders, für Bauprojekte zuständig. Also auch hier, wir sprechen gerade mit einem Profi. Und war aber auch zwischenzeitlich für 5 Jahre in Shanghai beruflich. Und du hast dort auch künstlerisch gewirkt. Wie siehst du denn so nach diesem langen Aufenthalt in Shanghai, Stuttgart heute? Also ich sehe die Nachhaltigkeit zunächst mal, die in Stuttgart da ist, die in China ein Fremdwort ist. Es wird in China sehr viel gebaut, um es dann nach 20 Jahren wieder aufzureißen und was Neues zu bauen. Einfach weil ein neuer Standard da ist. Das ist in Stuttgart nicht der Fall und von daher sehe ich, dass da ein bisschen mehr Liebe reingesteckt wird, auch in so ein Projekt oder in so einen Bau. Das ist auf jeden Fall was Schönes. Und was ich sonst noch mitbringen kann, ist, genießt den blauen Himmel. Der ist nicht selbstverständlich. Oder allgemein kann ich sagen, also Stuttgart ist wirklich ein schöner Fleck Erde. Von daher bin ich da sehr positiv. Also es ist wirklich, Stuttgart gefällt mir unheimlich, ist meine Heimatstadt und ich kam unheimlich gerne wieder zurück. Ich muss mir das genauer nach diesem Interview anschauen, weil du sagtest, dass der blaue Himmel fehlt. Ich habe da bei diesen Bildern, die du gemacht hast über Shanghai, nicht genau hingeschaut, wo tatsächlich eine blaue Farbe verwendet wurde. Aber das mache ich nachher. Du hast dich vielleicht schon gewundert, warum hier dieses Schild steht. Oder vielleicht hat sich noch der eine oder andere. Kunst kann in unterschiedlichen Formen daherkommen. Aber in dem Fall ist es die Rückseite. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Und zwar genau von diesem Gebäude, das du eben angesprochen hattest vorhin. Das ist die Esslinger Straße, dein Gebäude. Sozusagen. Ich habe es auf deiner Baustelle geklaut. Also Marco Stiefel hat nicht nur hier in Stuttgart, hat auch in Shanghai schon Ausstellungen gemacht. Und wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten, dass wir vielleicht das Ganze mit einem sozialen Zweck auch verbinden. Etwas, was mit unserer Stadt zu tun hat. Und wir waren uns einig, dass wir zumindest beim Verkauf dieser Bilder oder eines dieser Bilder für jedes Bild, das verkauft wird, einen bestimmten Betrag, wir haben uns bei 10% geeinigt. Für jeden. Genau. Und zwar einer Stiftung zugeht. Und zwar in dem Fall der Olgele-Stiftung. Wir waren der Meinung, dass wir einfach unsere nachkommende Generation, den Kindern zumindest mal so viel Gesundheit und so gesund wie möglich es ermöglichen, unsere Stadt von morgen zu sein. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, wir setzen dann on top nochmal den gleichen Betrag oben drauf und das wird dann quasi gespendet.